So, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Gold. Wir sind hier kurz vor dem, beziehungsweise gehen wir jetzt genau rein, in den Nationalpark von Johto. Und heute ist Samstag, ja, das weiß ich auch schon selber, das brauchst du mir eigentlich nicht sagen, aber okay. Das heißt, heute findet das Käferturnier statt. Die Regeln sind... Oh, fang ein Käferpokémon mit einem deiner eigenen Pokémon. Das Käferpokémon wird dann von der Jury bewertet. Oh. Lol, das ist jetzt aber Zufall. Wie gesagt, ich habe nichts an dem Datum verändert. Wir haben heute wirklich Samstag und so und die Zeit habe ich auch nachgeguckt. Das ist alles richtig. Das ist jetzt echter Zufall, dass wir jetzt hier dieses Event hier am Start haben. Lol. Was für ein Zufall. Ja, natürlich, wenn sowas schon so ein großer Zufall ist, dass wir jetzt gerade haben, dann machen wir das natürlich auch. Haben wir was Besonderes für die Folge. Oh, oh. Du hast mehr als ein Pokémon. Du musst Tauboga auswählen. Dein erstes Pokémon, bist du damit einverstanden? Muss ich es fangen oder? Wie gesagt, ich habe sowas auch im Dings noch nicht gemacht, weil ich habe da dieses Event nicht gehabt. Also ich weiß nicht, wie das so hier funktioniert. Hab das noch nie gemacht. Ist noch deine anderen Pokémon auf. Die Pokémon von Damtendo wurden dem Turnierhelfer übergeben. Okay. Das sind die Parkbälle für das Turnier. Ach so, das ist sowas ähnliches wie die Safari-Zone oder was, ne? Ja, das ist sowas ähnliches wie die Safari-Zone. Wir bekommen jetzt so eine bestimmte Pokebälle. Und damit können wir jetzt Pokebälle fangen. Pokebälle fangen, ja genau. Wir fangen uns ein paar Pokebälle auf jeden Fall. Warte mal, jetzt erklärt er mir den ganzen Scheiß und ich skippe hier alles weg. Scheiße. Du hast gefangen, hast behalten. Jetzt kannst du fangen. Los, fang den stärksten Käfer-Pokémon, das du finden kannst. Jetzt. Okay, ich glaube, hier werden eigentlich auch Leute, aber mit denen kann ich halt nicht reden. Gibt es auch ein Zeitlimit? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und fange ein paar Pokémon. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Hätte ich gewusst, dass es hier ein fucking Sichlor gibt. Da hätte ich Scarabon nicht ins Team mit aufgenommen. Sichlor ist fucking geil. Mann! Es ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass ich jetzt Scarabon jetzt drunter. Mann! Ich hätte so gern Sichlor mit ins Team genommen. Das ist jetzt schon gemein. Ärgerlich. Aber fangen tue ich es trotzdem. Aber ich darf jetzt halt auch nicht meine Flugattacke einsetzen. Aber dafür habe ich ja Ruckzuck-Keep. Dafür habe ich Ruckzuck-Keep. Okay, das müsste passen. Die einzigen Bälle, die ich hier, glaube ich, halt einsetzen kann, sind halt diese Parkbälle, genau. Mal schauen. Aber so wie in der Safari-Zone damals ist es nicht. Da wäre es irgendwie so, dass man irgendwie gar nicht kämpfen kann. Sondern irgendwie einen Stein oder so werfen kann oder so, um es zu provozieren oder so. Oder gleich fangen zu lassen. Oder eine Beere oder irgend sowas. Da kann man sich dann so entscheiden. Ich glaube, mit dem Stein kann man es leichter fangen. Aber es war die Wahrscheinlichkeit höher, dass es flüchtet. Und mit der Beere war es, glaube ich, dass es wahrscheinlicher, dass es da bleibt. Aber es war schwerer zu fangen oder so. Irgendwie so im Dreh war es. Ich glaube sogar genau so war es auch. Aber hier ist es ein bisschen anders. Ich habe eventuell auch damit gerechnet, dass es so ähnlich ist. Aber anscheinend ist es nicht. Damit hier und stimmt. In der Safari-Zone hat man auch eine gewisse Anzahl an Bälle gehabt. Ich glaube, die war auch genau da. Wo in Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu dieser Go-Park ist. Also dieses... Mit dem Pokémon Go Dings, um es zu verbinden. Ich glaube, genau da war auch dieses, die Safari-Zone, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann haben wir schon mal ein geiles Sichlor auf jeden Fall. Mega. Was gibt es denn sonst noch geiles? Also Käfer-Pokémon auf jeden Fall. Noch ein Sichlor? Naja. Haben wir leider schon. Können wir somit, eigentlich killen. Oh, Alter, ohne Scheiß. Hätte ich gewusst, dass es hier, dass man hier Sichlor bekommt. Dann hätte ich mir gar nicht erst Gedanken gemacht darüber, ob ich hier Scarabon mit ins Team hätte. Ich sofort Sichlor genommen. So ein geiles Pokémon. Hm.
Aber ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt brauche ich mir auch nicht mehr darüber Gedanken machen. Jetzt ist es spät. Also beziehungsweise habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, jetzt nochmal das Sichlot zu trainieren. Und Scarboard rauszuschmeißen. Also, nee, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich belasse es jetzt so und ja. Schwamm drüber. Dann ist es halt so. Haben wir Pech gehabt. Da kommt es jetzt halt ein bisschen zu spät. Was gibt's hier sonst noch alles? Ja, halt Dings. Hornliu! Hier gibt's Hornliu! Mann! Das nächste Käfer-Pokémon, was ich mit ins Team nehmen würde. Bibor ist fucking geil! Leck mich doch am Arsch! Und ich habe mich so aufgeregt, dass wir in den ersten Routen nur Raupian treffen konnten. Ey! Nee, Wirbelwind, zack, damit kann ich einfach nur wilde Pokémon und so aus dem Kampf schmeißen und sowas. Oder halt, also wilde Pokémon verscheuchen, beziehungsweise Trainern dazu bringen, dass sie das Pokémon wechseln. Nee, das ist Müll. Alter, aber dieser Park hier fuckt mich gerade richtig ab. Okay, hier haben wir noch einen Versuch. Das ist sogar Level 18, was zum Teufel. Nein, nicht Windstoß. Ja, Volltreffer, mach's noch schlimmer, mach's ruhig noch schlimmer. Trigger mich halt noch mehr. Sehe ich das gerade richtig? Dings ist auf Level 23. Sag mal, wie krass willst du mich denn noch triggern? Pinsir auch noch! Gut, Pinsir ist jetzt nicht mein Favorit. Also da mag ich Sichlor mehr. Aber trotzdem, Pinsir ist eigentlich auch ziemlich geil. Why? Why the hell? Das Spiel triggert mich gerade des Todes. Gibt's einfach so viele geile Käfer-Pokémon. Ich wusste davon nichts, wirklich nicht. Weil in meiner richtigen originalen Gold-Edition, da habe ich nicht am Samstag gespielt. Ich weiß gar nicht mal, wenn ich da an dieser Stelle war. Auf jeden Fall war da dieses Event hier nicht am Start. Why? Triggert mich ja schon richtig hart. Aber ich muss ihn nur so schwächen, weil ich habe jetzt halt nur Alex mit ins hierher genommen. Also nichts mit Paralyse. Das nervt mich ja auch die ganze Zeit mit Klammergriff, ey. Komm, bleib einfach mal drinne. Zudem weiß ich auch nicht, ob wir ein Zeitlimit haben. Also ich glaube, in der Safari-Zone hat man damals noch ein Zeitlimit gehabt. Und halt nur eine gewisse Anzahl an Bälle. Aber ich weiß nicht, wie es hier ist. Hat man hier nur eine gewisse Anzahl an Bälle? Oder hat man auch noch dazu noch ein Zeitlimit? Ich weiß es nicht, wie es hier so ist. Aber kann sein, dass man hier einfach nur 20 Bälle hat zur Verfügung. Das kann natürlich sein. Nee, das ist alles zu stark. Ich habe schon mit dem Ruxo-Keep schon über die Hälfte abgezogen. Da ist der Rest auf jeden Fall zu stark. Aber das Pinsir lässt sich nicht fangen, ey. Aber es kommt doch noch mit Energiefokus, Alter. Jetzt will er auch noch seine Volltrefferwahrscheinlichkeit auch noch erhöhen. Ich bin schon extrem geschwächt. Also ich muss sogar auch noch hier Heil-Items verschwenden. Okay, gut, das kann das natürlich auch. Oh Gott, ist der blöd. Nur mal so, Energiefokus kann man nur einmal einsetzen. Danach bringt es nichts mehr. Aber das hat er jetzt selber rausgefunden. Also jetzt brauche ich es ihm auch nicht mehr sagen. Eventuell ist er jetzt... Alter, wissen... Aber gut, ich sag's, ich beschwere mich nicht. Desto mehr Versuche habe ich, um dich zu fangen. Und das habe ich auch keinen Bock mehr, ne? Langsam gibt's für mich langsam keinen Sinn mehr. Und der Klammergriff nervt mich auch langsam. Macht mir auch viel zu viel Schaden. Damit macht er mich richtig fertig. Und irgendwie kommt es mir gerade auch so vor, als ob mein Mikrofon-Sound irgendwie
zu laut ist. Kann es sein? Ich guck mal kurz. Hallo? Hallo? Ne, fast alt. Es klang nur bei meinem Mikrofon-Sound, als ob der zu laut ist. Aber ne, passt alt. Gut. Habe ich gerade nur gewundert. Muss ich gerade mit einem Tontest machen. Es tut mir leid. Kann manchmal passieren. Ja, jetzt haben wir es. Okay. Einen oder anderen Pokédex einen Tag erschworen hier. Wie gesagt, ich würde gerne eines, ein oder andere mit ins Team nehmen, aber leider haben wir schon Scaraborn, also Käfer fällt damit weg. Es tut mir leid. Was Pokémon tauschen? Ich kann nur ein Pokémon lagern? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Natürlich behalte ich Sichlor. Natürlich. Was denkst du denn von mir? Finde es zwar geil, aber. Kukuna auch noch. Ja, gut, aber da würde ich halt. Habe ich ja schon über das Thema gesprochen. Da würde ich lieber ein Hornio nehmen als eine Kukuna. Weil das halt nur Härtner kann und das Training ist halt sonderlich schwer. Gut, es muss halt im Prinzip nicht so lange trainieren, weil ich glaube schon auf Level 12 oder 13 entwickelt sich zu Libor. Das ist halt der Vorteil an den Käfer-Pokémon, die entwickeln sich schnell. Aber trotzdem. Dafür kann es nichts machen, es kann nur Härtner. Mehr kann es nicht. Ja gut, Paras ist halt. Paras kann auch in der Wildnis fangen, das ist nichts Neues. Das ist eh Blödsinn. Also Sichlor, Pinsir. Hornliu. Junge. Habe ich so abgefuckt, dass man es in den im Gras nicht treffen kann. Wenn nicht, ist es sogar noch exklusiv, oder? Ich glaube, die sind sogar exklusiv von der anderen Edition. Okay, ist noch Blutzug. Aber ich glaube, das kann man auch noch hier oder? Bei Blutzug bin ich mir nicht sicher. Aber da ich gerade gesehen habe, da wir schon gerade gesehen haben, dass wir nur einen Pokémon tragen können. Ja. Bringt es hier, glaube ich, nichts mehr zu fangen, oder? Wir können aber ein bisschen gucken, ob wir vielleicht noch was anderes finden, aber ich glaube, Sichlor kann nichts mehr übertoppen, oder? Der Rest ist alles hier nur noch Müll. Aber ich weiß noch gar nicht mal, was ich denn so jetzt machen soll hier. Nee. Soll ich jetzt einfach rausgehen? Oder, ja, wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob ich ein Zeitlimit hier habe. Geht jetzt so lange, bis ich meine Bälle verschwendet habe oder bis jetzt irgendeine unsichtbare Zeit abgelaufen ist? Na, wenn ich jetzt hier das Horn hier versuche zu fangen, dann wird mir wieder gefragt, ob ich hier das Sichler wegpacken will. Und das will ich ja nicht, also. Ja. Kannst du natürlich machen. Ich nutze jetzt hier einfach mein paar Bälle. Natürlich werde ich vergiftet. Okay. Immerhin habe ich es gleich gefangen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich werde eh gleich wieder gefragt. Obwohl, stimmt. Pokédex-Einträge, stimmt. Daran müssen wir auch noch denken. Pokédex-Einträge gibt es ja immer. Pokédex-Eintrag für Hornio. Hat mich sicher gefangen. Ja, jetzt werde ich wieder gefragt, ob ich das ersetzen will. Nein. Oh, nein. Warte mal, ich hiel mal kurz. Ich kann nicht healen. Fertig. Besitz Sichlor, Level 14, Battle 9. Ich kann aufhören. Ich höre auch auf, da ich mich nicht healen kann. Warte mal, kann ich hier irgendwie tricksen oder so? Kann ich hier so Item Skip? Nee, dann gebe ich es ihnen ja. Ich kann hier nichts einsetzen, ne? Okay, dann mache ich fertig. Ich will nicht, dass er hier noch durch Vergiftung stirbt. Machen wir fertig. Bewerten nun deine gefangenen Pokémon. Die Gewinner stehen fest. Bist du bereit? Dritter wurde Poké-Fan Wilhelm. Mit einem Pinsir. Mit einer Punktzahl von 334. Ja, 334 Punkten. Zweiter wurde Ass-Trainer Lars. Mit einem Ob der hier einen Smetbo gefangen hat. Punktzahl ist 354. Der Gewinner hatte des Käferturniers ist Samtendo mit einem Sichlor.
Als ob ich den mit dem Bibo mit dem Smetbo geschlagen habe. Als ob Sichler besser als Smetbo ist. Lol. Aber ja gut, okay. Sichler kann sich halt nicht entwickeln und so. Ist auch richtig, richtig stark. Also ohne Scheiß. Sichler ist schon extrem krass. Gut, kann auch sein, dass ich ein bisschen übertreibe, aber ohne Scheiß, Sichler ist echt schon ziemlich gut. Aber besser als Smetbo? Einem voll entwickelten Pokémon? Ja gut, wie gesagt, Sichler kann sich halt nicht entwickeln, aber trotzdem. Naja gut, wenn sie meinen. Mit einer Punktzahl von 360 Punkten. Sonder gewinnt den ersten Preis. Ein Sonnstein. Okay. Kann man sich mal geben, auf jeden Fall. Aber würde ich sagen, auf jeden Fall auch ein Highlight für diese Folge, oder? Wie gesagt, war auch kompletter Zufall, dass jetzt hier da plötzlich so ein Käfer-Event am Start ist. Kam komplett durch Zufall. Habe ich nichts gewusst von. Im nächsten Teil geben wir dir deine... Ja, danke. Möchtest du sicher einen Spitznamen geben? Würde ich sehr gerne. Ich würde es auch gerne ins Team mitnehmen. Aber leider wurde er... Ja, haben wir da leider schon unseren anderen. Unser gutes Shizaki, was so viele Bälle gefressen hat, dass ich auch dabei bleibe. Und wie gesagt, so oder so. Ich hätte es auch, habe jetzt auch keinen Bock, jetzt zu Sichler noch zu leveln. Oh mein Gott. So. Trank. Da. Müsste sogar zwei geben. Ach du Heiliger, was geht hier ab hier? Wo bin ich hier eigentlich? Achso, ich bin im rechten Teil. Achso, rechter Ausgang. Entschuldigung. Aber sind hier nicht auch noch Trainer, gegen die ich kämpfen kann hier? Weil jetzt, während da das Event war, da wurden wir nicht angesprochen. Aber ich glaube, jetzt können die uns ansprechen. Oder ich das auch gerade sehe, wie die wir hier sind. Ich muss sagen, weckt sich mal kurz rüber. Komm, Shizaki, komm mal nach vorne. So. Schauen wir mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Von den Trainern her. Natürlich gibt es jetzt hier auch andere Pokémon. Die Pokémon waren jetzt nur da wegen dem Event. Jetzt tauchen wir dementsprechend natürlich auch andere Pokémon auf. Nur müssen wir gucken, was hier sonst auftaucht. Weil sonst würde ja auch kein, in dem Park auch kein hier. Hier. Sichlor oder auch kein Pinsir oder sowas alles oder Hornli oder so auftauchen. Das heißt, wie gesagt, nur wegen dem Käfer-Event. Sonst würde hier was anderes spawnen. Das werden wir eventuell auch gleich zu sehen bekommen, was hier eigentlich spawnt. Aber erstmal kämpfen wir auch noch gegen Voltomal, okay. Ich würde sagen, da bleiben wir bei Shizaki. Naja, komm, Hornattacke müsste reichen. Oder? Level 15? Ja, reicht. Das reicht. Level 22 leider nicht mehr. Aber gut, wir haben ja noch ein paar Trainer vor uns, also Level Up wirst du auf jeden Fall noch bekommen in der Folge. Zum Beispiel gegen sie hier. Die mit Folgen von Pokémon kämpft. Oh, ist sogar ein Poké-Fan. Okay, hi. Grüß dich. Snubble. Naja. Wenn du meinst, dass du davon ein Fan bist, dann... Ja. Das ist halt so. Will ja niemanden beeinflussen, kann so lieber selber wissen, was für Pokémon er mag. Aber ja. Ich sag nichts. Mit den, Plüschpuppen, Pokepuppen heißen die, ne? Hier kann man, oder? Gab's hier schon Pokepuppen? Bin mir gar nicht mehr sicher, warte mal. Was sagt die? Sieh dir meine Tasche an! Ich habe meine Lieblinge aus dem Pokédex gedruckt und auf meine Tasche geklebt. Achso, mit der... Mit dem, Printer. Gameboy Printer, mit der Gameboy Kamera. Habe, glaube ich, auch schon einmal drüber geredet. Mit dem, der Gameboy Kamera und dem Printer dazu. Ja. Konnte man ja damals machen, aber logischerweise auf dem Emulator geht das logischerweise nicht. Aber wäre bestimmt ganz lustig. Aber ich muss sagen, auch nie ausprobiert. Also ich habe diesen Printer oder diese Gameboy-Kamera nicht.
Hab's von Game Boy Advance und hi. Das sieht richtig komisch aus. Guck dich mir das mal an. Sieht sogar irgendwie aus wie ein Shiny, aber sonst wäre ja diese Shiny-Animation gekommen. Also es ist auf jeden Fall kein Shiny. Aber es sieht schon so ein bisschen aus wie das Shiny. Weiß ja auch nicht. Da könnte man leicht verwechseln. Eventuell. Weiß ja nicht, wie das jetzt hier in Gold und Silber das Shiny aussieht, aber ja. Sah zumindest so, glaube ich, so ähnlich in Pokémon Go aus. Hab zwar da keins gehabt, aber halt seit 5 Freunden gesehen. Ja, da ist eine leichte Verwechslungsgefahr. Gewiss. Aber ich weiß auch nicht, wie die Shinies hier aussehen. Kann auch sein, dass sie da ein bisschen anders aussehen. Aber wir müssen eigentlich ziemlich gleich aussehen. Wie gesagt, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Das haben die ja alle halt 3D. Hier. Designs und so halt. Ja, kann man nicht mehr mit den damaligen Sprites vergleichen. Da also weiß ich nicht, wie diese damals aussah. Aber ja, Shinies sind so oder so ein anderes Thema. Wir werden so oder so nichts Shiny-Technik oder so antreffen. Das ist komplett ausgeschlossen. Das einzige Shiny, was wir antreffen werden, ist das Garantierte. Also halt das Garados, was wir auch ins Team mitnehmen werden. Aber sonst komplett ausgeschlossen. Also ja. Das war halt auch einer der Gründe, warum ich halt auch keine Schutz einsetze. Weil es ja immer mal sein kann, dass mal was spawnt, ein Shiny oder so. Oh ja. Trotz allem, dass ich das so mir gemacht habe, dass ich keinen Schutz einsetze. Ja, es ist trotzdem immer noch ausgeschlossen, dass wir auf ein Shiny treffen. Es reicht halt, da halt damals die Wahrscheinlichkeit so extrem niedrig war. Also, ich glaube, heute ist ja die bei so bei 4000, bei Normalzustand bei 4000 noch irgendwas. Und ich glaube, damals waren sie sogar verdoppelt. Oder ich glaube genau verdoppelt. Ich glaube, bei 8000 noch irgendwas. Oder sogar noch geringer. So 1 zu 8000 noch irgendwas. Also, wie gesagt, eventuell sogar noch geringer. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nur die Genauigkeit von 1 zu 4000 oder so von den heutigen. Also, let's go. In das Go spielen und halt Schwert und Schild. Aber sonst wie die Wahrscheinlichkeit damals war, keine Ahnung. Ist mir auch komplett egal, da erst recht bei den damaligen Spielen würde ich Shiny Hunts und sowas nicht machen. Wie ich auch allgemein Shiny Hunts oder so nicht so Bock habe. Wie gesagt, Let's Go hat Spaß gemacht. Da hat echt Spaß gemacht. Da habe ich auch das ein oder andere Shiny Hunt Videos gebracht. Weil es da eigentlich ganz lustig ist so. Auch mit den Shinies auf der Oberwelt. Was so richtig scheiße war, dass ich es nicht in Schwert und Schild übernommen haben. Haben auch einige kritisiert dran. Und ja. Da war es echt lustig. Aber wieder Schwert und Schild. Da ist halt einfach wie damals und das nervt einfach nur. Ich drücke meinen Pokédex aus. Du kannst auch Briefe oder PC-Boxen ausdrucken. Okay. Klingt doch schon mal ganz interessant, wenn man so einen Printer oder hat die Gameboy-Kamera. Obwohl, ich glaube, Gameboy-Kamera hat gar nichts damit zu tun, ne? Ich glaube, nur der Printer ist damit gemeint. Ich glaube, man muss einfach nur den Printer damit verbinden. Und da kann man sich halt das Zeug hier ein bisschen ausdrucken. Das ist ganz interessant. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert mit dem Printer. Kann man wahrscheinlich so irgendwie so ein bestimmtes Papier oder so reinmacht oder so. Ich habe so ein Teil nie gehabt. Aber ja, kann ich jetzt auch niemandem irgendwie erklären, wie das damals funktioniert hat. Hab davon selber keine Ahnung. Ja, ich habe einfach nur ein Game Boy Color und ein Game Boy Advance und das Zeug hat mich nie wirklich interessiert. Ist ja bestimmt ganz lustig, aber nee. Werde ich mir auch wahrscheinlich nie holen. Das, wie gesagt, brauche ich nicht. Ein Blödsinn. Ich gehe oft im Park spazieren, aber ich meide das hohe Gras. Trier möchte ich immer, möchte. Was? Ich meine das hohe Gras. Trainer möchten immer kämpfen. Achso. Hab ich gerade eben verlesen. Na, siehst du, jetzt sind ja auch ein paar Leute, mit denen ich reden kann. Pass bitte auf. Oh, ich muss aufhören, immer wie ein Lehrer zu denken. Du musst ein Pokémon-Trainer sein. Da du so hart arbeitest, möchte ich dir dies überreichen. Flinkklaue. Sagen, die gebe ich auch jemanden. Jemanden, der eine geringe Init hat. Ja, hat es auch gerade erwähnt, Initiative. Ich würde sagen, den geben wir auch mal eine. Eventuell, da gucke ich mal kurz durch. Wer hat dann eine geringe Initiative? 50, 43, 43, 31.
Ja, okay, der interessiert mich. 31, also am geringsten hat bislang Felix. Also würde ich mal sagen, geben wir Felix die Flinkklaue. Ja, warum nicht? Ja. So. Und sonst, was haben wir überhaupt sonst noch so zum Verteilen? Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir haben sonst nichts anderes, ne? Okay, der Sonnenstein, den wir gerade eben bekommen haben. Ja, halt die ganzen Beeren, aber ja, will ich jetzt auch nicht verteilen. Die ganzen normalen Beeren, die könnte man geben. Aber ich weiß noch, Beeren braucht man für einen gewissen, einen bestimmten späteren Teil in der Story. Beziehungsweise für ein bestimmtes Event für später. Also die will ich eigentlich nicht verwenden. Die behalte ich mal alle und ja, mal schauen. Sonst haben wir eigentlich bislang nichts anderes, was ich meinem Pokémon geben könnte. Als Gewinner halte ich die Pokédex-Sticker meines Gegners. Okay, cool. Ich spiele mit den Stickern, die ich aus meinem Pokédex gedruckt habe. Das passt schon ein bisschen interessanter, aber ja. Kann man machen, wie man will. Hier ist nichts drin. Auch wenn wir mal die Mülleimer untersuchen, da kann auch manchmal was drin sein. Ich glaube, Trainertechnik sind wir fertig, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, gegen Trainer haben wir alle gekämpft, oder? Gegen die haben wir schon gekämpft, ja. Ja, ich glaube, wir haben gegen alle gekämpft, komm. Können wir weitergehen. Gehen wir hier rechts raus. Müssen wir bei der Stelle rauskommen, wo wir... Oder, wo kommen wir raus? Cool. Obwohl ich nicht, ich glaube, links unten kommen wir jetzt zur Stelle, wo wir davor waren, in der letzten Folge. Da rechts geht halt weiter. Ich glaube, da geht es auch zu der Stelle mit dem Mogelbaum, glaube ich. Aber erstmal kommt der Psycho. Mit einem Abra. Was wir auch in der letzten Folge gefangen haben, durch lustig mit einem Pokéball. Ganz nice. Warte mal, ist Käfer nicht auf... Käfer ist auf Psycho sehr effektiv, ne? Ja, okay, sehr gut. Dann ist das gut. Habe ich jetzt leider zwar auch nur... Wie ist das? Nicht Kreuzschere. Ich habe schon einmal mit Kreuzschere verwechselt. Zaunklinge, genau. Mit jeder Runde halt stärker. Also andere Käferattacken wären auch mal nice. Weiß es aber halt leider auch nicht, was Shizaki noch erlernen kann. Haben wir jetzt halt hier... Ich hab's schon wieder vergessen. Kreuzschere? Das war Kreuzschere, ne? Oh, Alter, jetzt kommt schon mit Kadabra. Ne, meine Güte, Zornklinge. Habe ich ja auch nur durch eine TM-LR beigebracht. Die wir von dem zweiten Arenaleiter haben. War es der zweite? War der zweite, ne? Ja, war der zweite. War ja ein Käfer-Arenaleiter und ja, von dem haben wir ja. Zornklinge. Ja, Zornklinge. Von ihm bekommen. Und ich sehe auch gerade. Es ist zwar keiner, aber mein Gamepad ist leer. Und da das hier mit dem Sound und so zuständig, da mein Gamepad ja für meinen Kopfhörer-Sound zuständig ist, ja, muss ich das leider ranpacken kurz. So. Ich würde sagen, wir kommen jetzt genau da. Ja, bei dem Zerschneiderbaum wieder raus, wo wir davor waren. Dann haben wir in der letzten Folge ein paar Pokémon gefangen, wie zum Beispiel Abra oder Traumato. In dem müssen wir auch schon gekämpft haben, ne? Ja, der hat ja mit seinem Blutzug gekämpft. Nein, nein, nein! Oh, aber man kann es ablehnen! Okay, das ist sehr gut. Okay. Weil Telefonnummern sind extrem nervig. Also beziehungsweise im realen Leben nicht, aber... Hier ist es extrem nervig, weil da rufen sie einen wirklich sehr oft an und nerven ein. Also das geht echt auf die Eier und deshalb lieber ablehnen hier, bevor sie einen hier anfangen zu nerven. Aber ich glaube, ich mal einen in der meiner originalen Gold-Edition, habe ich glaube ich mal einen so einen Käfersammler hier, Julius oder wie der heißt, angenommen. Und ey, der hat mich die ganze Zeit genervt. Und das, obwohl es nur der eine war. Dann nehme ich jetzt lieber im Let's Play überhaupt keine Nummern an und ja, darf in Ruhe zocken, ohne dass mich irgendwer die alle 12 Minuten, alle 12 Sekunden nervt. Mach ich das lieber so. So. Angela hält schon ein bisschen mehr aus.
Aber da der Zornklinge jede Runde stärker wird, ja, reicht das schon aus. Nice. Aber dafür habe ich ihm das auch beigebracht. Schon eine coole Käferattacke. Gibt halt da zwei andere und so, die ich ihm auch gerne beibringen würde, wenn er sie erlernt oder wenn wir die TF bekommen. Aber ja, bislang habe ich keine Ahnung, was er noch so erlernt oder noch erlernen kann. Schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall das Mogelbaum und hier werden wir auf jeden Fall... Oder kann ich das so? Warte mal. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchte ich die Shigikanne benutzen? Ja, okay, kann ich so machen. Ich dachte, ich müsste ihn mir aus dem Inventar rausnehmen, aber ja, geht's auch so. Verdammt, denn du benutzt Shigikanne. Der merkwürdige Baum mag die Shigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Da haben wir schon drüber geredet. Wir haben es mit einem Mogelbaum zu tun, dass hier den Weg versperrt und ja. Jetzt ist es auf Level 20. Ich würde auch versuchen, das zu fangen. Ich glaube... Verdammt, das ist Gesteinboden, ne? Ich dachte damals immer, dass es irgendwas mit Pflanze wäre, aber nee. Gesteinboden müsste es jetzt sein. Also zumindest, also Boden ist es auf jeden Fall. Und wie es aussieht, auch Gestein, weil sonst wäre Hornattacke normal effektiv. Dann kann ich meine normalen Attacken sonst wohin stecken. Und Zornklinge kann ich auch wegpacken, ne? Und wenn er sogar Gesteinsattacken kann, dann sollte ich komplett mit ihm rausgehen. Aber wo soll ich denn dann mit was soll ich dann entgegenkommen? Ja, Gesteinboden ist halt ganz bestimmter Typ, ne? Ist auch, glaube ich, der gleiche Typ, den auch Kleinstein hat, ne? Also zumindest in den ersten Generationen. Da hat er, glaube ich, noch... später ist er nur Gestein. Aber hier hat er jetzt, glaube ich, noch Gesteinboden. Das ist ein bisschen doof. Also, die drei haben auf jeden Fall Probleme mit. Und ich habe eigentlich nur Felix, ne? Die anderen drei haben alle Probleme mit Gestein. Und sogar Boden, beziehungsweise in dem Falle von hier. Obwohl, er hat auch Probleme gegen Boden, Felix. Scheiße. Und Elektroattacken gehen da komplett daneben wegen seinem Bodentypen. Also Donnerschock und Donnerwelle treffen überhaupt nicht. Null effektiv. Und Kopfnuss ist sehr, nicht sehr effektiv. Das ist kacke. Ach du Scheiße. Oder den werde ich niemals fangen. Ich hab nichts gegen den. Feuerattacken kann ich mir in den Hintern stecken. Genauso wie Flugattacken, Käferattacken und Normalattacken gehen weg. Alter! Jetzt habe ich Probleme gegen den Mogelbaum hab. Aber ich habe auch nichts, um ihn schnell zu eliminieren. Also selbst wenn ich ihn fangen würde oder besiegen wollen würde, ich hätte bei beiden Probleme. Aber ich muss gegen ihn erkämpfen, weil es ja ein Story-bedingtes ist, ne? Entweder besiegen oder fangen. Aber was soll ich denn jetzt wechseln? Alle haben Probleme gegen den. Oder warte mal, zeig mal her. Tackle ist blöd, Rucksäckel ist blöd, Glut ist blöd. Tackle ist blöd, Windschuss ist blöd, Rucksäckel ist blöd. Tackle ist blöd, Hornattacke ist blöd, Zornklinge ist blöd. Nein, du sollst doch da. Ja. Ich hab nichts gegen den. Aber ich will es auch nicht mehr nochmal wechseln. Das verschwendet mir nur eine Runde. Also ich muss jetzt anscheinend Kopfnuss spammen und ihn schnell töten. Aber siehst du, es dauert ewig. Es kopiert auch noch meine Attacken. Oh, natürlich auch Kopfnuss, natürlich. Oder ist das überhaupt... Und ich glaube, er setzt meine zuletzt eingesetzte Attacke, oder? Das ist gar nicht mal random. Ich glaube, dass er kopiert meine zuletzt eingesetzte Attacke. Glaube ich. Und Steinwurf kann er auch noch. Ja, gut. Also die anderen hätten alle Probleme gegen ihn. Was ist ausgewichen? Zurückgeschreckt ist er. Okay. Und jetzt könnte ich eventuell versuchen, ihn zu fangen. Einmal noch rauf. Alter. Was ist los? Einmal schlage ich noch drauf und dann würde ich sagen, versuchen wir den mal zu fangen. Wird schwer, aber... Ach, oh mein Gott!
fucking hell. Tank mal bitte ein bisschen. Und du bleib bitte drinne. Schnell. Bitte. So. Boosting, das ist nicht sehr effektiv, okay. Damit kann ich ein bisschen Zeit gewinnen. Wenn er weiterhin so blöd ist und auf Fußkrieg geht. Auf Paralyse kann ich nicht gehen, das trifft nicht. Das ist genauso wie andere Elektroattacken halt null effektiv auf ihn. Das trifft gar nicht. Oh Gott. Du bleibst doch drinne. Aber was anderes kann ich, wie gesagt, nicht machen. Wie gesagt, Paralyse bringt nichts. Okay, jetzt. Yes. Paralyse bringt gar nichts und weiter schwächen kommt nicht in Frage. Also, da will ich ihn auf jeden Fall töten, bei so wenig Leben, wie er noch hat. Aber hat zum Glück gepasst. Aber ich hätte es auch nicht fangen müssen. Wäre zwar besser für den Pokédex-Eintrag, damit wir so viele kriegen, wie es geht. Und es hat auch zum Glück geklappt, aber ja. Muss ich was? Bill. Warte nur, ich bin's Bill. Gut, okay. Ich dachte, jetzt ruft mich das, habe ich jetzt ja aus Versehen irgendeine Nummer oder so angenommen. Nee, Bill, natürlich. Ganz klar. Danke, dass du das Lagosystem benutzt. Das letzte Pokémon, das du geschickt hast, hat deine Box voll gemacht. Du musst die Box wechseln, wenn du mehr Pokémon fangen willst. Bis dann. Da will ich darauf hinweisen, dass meine Box voll ist. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, ist aber auch gut, dass wir auch gerade hier sind. Da haben wir gleich rechts hier, nämlich gleich die andere Stadt. Wir können uns gleich darum kümmern, dass wir die Box wechseln. Das war ja damals noch so ein großes Thema in den Pokémon-Spielen, dass man, wenn eine Box voll war, keine Pokémon mehr fangen konnte. In den modernen Pokémon-Spielen, da war es ja dann so, dass hier automatisch in die nächste Box die Pokémon gepackt wurden, aber hier musst du noch halt die Box wechseln, sonst kannst du keine anderen Pokémon mehr fangen. Halt ein bisschen kacke. Und zum anderen hast du auch nur 20 Plätze gehabt. In den heutigen hast du ja immer 30 Plätze pro Box. Hier hast du nur 20. Also hast du noch ein bisschen begrenzter. Nicht ausloggen. Nein. Hör auf. Bild PC. So, ablegen. Oder warte mal. Nee, der ist ja kein Platz. Box wechseln. Genau. Jetzt haben wir hier die erste Box voll mit 20 von 20 und müssen zur Box 2 wechseln. So, muss aber vorher nochmal gespeichert werden. So, dann haben wir aktivierte Box, steht dann um Box 2. Jetzt können wir wieder Pokémon ablegen. Hab sie. Ah ne, die müssen wir abgeben. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, stimmt, in Box 2 ist ja nichts. Okay, gut. Da ich auch nämlich auch sehe, dass wir jetzt schon bei 38 Minuten sind, würde ich sagen, beende ich die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, und das was wir dann beim nächsten Mal, ja, würde ich sagen, bringen wir das, gehen wir das Pokémon ab mit dem Brief und gehen dann weiter zur nächsten Stadt, würde ich mal sagen. Also, ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Gold, haut rein und ciao.